Liebe BeatConnect-Zuschauer, ja, wir sind diesmal wieder in einer neuen Location im Club der Kulturen, haben dementsprechend auch mal ein neues Sofa bekommen. Wir haben auch einen neuen Gast hier zum Interview neben mir sitzen und das ist nämlich Michael Dietze aus Leipzig. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, Micha hatte heute ein bisschen Zeitdruck. Ich würde es mal so sagen, ist immer ein bisschen bescheiden, wenn man halt im Stau steht. Wie oft ist dir das eigentlich schon mal im Leben passiert, dass du irgendwie zum Gig fahren musstest und hast gesagt, oh, jetzt wird es aber arg knapp. Vielleicht hast du mal eine kurze Anekdote hier zum Beginn des Interviews zu erzählen. Wir sind mal nach Dresden gefahren, ins Triebwerk runter. Und da war halt, es war im Winter halt voll im Schnee, im Glatteis. Da haben wir 2,5 Stunden gebraucht, weil wir dann mit 60, 70 im LKW hinterher gefahren sind. Das ist halt auch, ja, das ist auch in Erinnerung geblieben, sage ich mal. Waren wir etwas zu spät dann, logischerweise, aber es muss mal durch, ne? Super, wie auch heute Abend. Also wir waren ja wirklich auch überaus glücklich, dass dann es mit 2 Minuten, 3 Minuten Delay gerade mal losgehen konnte. Aber am meisten überrascht war ich ja über dein Alter. Also wir hatten uns ja gerade mal drüber unterhalten. Er hatte mir gerade gesagt, er legt seit 1991 auf. Und da kam natürlich als nächstes die Frage, Mensch, Alter, wie alt bist denn du? Ja, ich werde nächste Woche 42, ja. Ja. Da sieht man wieder mal, Nachtleben hält jung oder konserviert, kann man ja sehen, wie man möchte. Und da stellt sich natürlich für mich jetzt erstmal die Frage, du hast natürlich auch in den letzten 30 Jahren extrem viel, also fast 30 Jahren extrem viel erlebt. Und wie würdest du denn jetzt erstmal ganz allgemein die damalige Zeit mit der heutigen Zeit vergleichen? Was würdest du jetzt an der heutigen Zeit vielleicht als besser empfinden? Was fandest du damals halt cooler? Damals war es halt mit 15, 16 Jahren was komplett was Neues. Ja, das war jeden Tag, haben wir da neue Erfahrungen gemacht. Es war halt alles noch alle illegale Partys. Da gab es noch genug Abrissgelände überall bei uns in Leipzig, wo wir halt rein konnten. Da war die Polizei noch sehr human, die haben nichts gemacht. Ja, die haben das also stillschweigend alles hingenommen. Ja, es war halt musikalisch. Also es war halt das Feiern miteinander war halt viel besser als heute. Also das ist das Erste, was mir halt auffällt. Es ist halt viel mehr Aggressivität heute drin ist beim Publikum als früher. Ja, früher war es egal, was du anhattest, welche politische Meinung. Die haben halt alle zusammen gefeiert zur Musik. Ja, das sollte es eigentlich auch sein. Ja. Ja. Das ist halt schon schade, dass es heute nicht mehr so ist. Ne? Ja. Aber wie kommst du, du hattest ja auch selber, hattest mir vorhin mal so im Vorgespräch erzählt, ihr hattet ja sogar einen eigenen Club. Na, wir haben von 93 bis 97 die Eastside-Partys in Leipzig gemacht. Die waren halt alle illegal. Schönen Dank ans Ordnungsamt Leipzig nochmal. Dann so von 2000 bis 2004 haben wir in der Spinnereistraße in Leipzig regelmäßig Partys gemacht und von 2004 bis 2006, das ist so ein kleines gemütliches Club, ist so, ja, kann man schon sagen, kleines Kellergewölbe ausgebaut. Ja, lag leider mitten im Wohngebiet und von daher mussten wir dann halt nach 2 Jahren dann zumachen. Ja, und dann ist es Molendück, 150 Leute haben da reingepasst, es war ein sehr angenehmes Feiern da drin. Ja. Aber zur damaligen Zeit hast du ja noch nicht unter deinem bürgerlichen Namen aufgelegt. Na, teils, teils. Also mich kennt kaum einer unter meinem bürgerlichen Namen. Die meisten sagen halt nur, der Ditte kommt. Das ist halt schon immer so gewesen, ja. Das wäre nicht mehr los. War das ein Spitzname aus früheren Zeiten? Das ist von Dietze, vom Nachnamen abgeleitet, ja. Okay, aber wie bist du jetzt generell eigentlich zum Auflegen gekommen? War das einfach mal so gewesen, dass du dir einfach ein paar Platten gekauft hast? Na, das war halt damals, glaube ich, auf Viva, hier Berlin House TV oder wie das hieß, mit Mate Galek und sowas. Haus TV? Ja, genau. Und Sabine, wie hieß die noch? Oh. Also, ihr könnt ja mal dann einen Kommentar drunter schreiben, wie die Sabine noch damals hieß. Also, Mate Galek wissen wir ja alle. Ja. Der hat es ja übrigens richtig gerissen. Der ist ja CEO von Native Instruments. Ja. Aber. Du weißt auch nicht mehr, wie die Sabine hieß. Nee. Wir googeln dann später nochmal. Oder beziehungsweise ihr schreibt da einen Kommentar drunter. Aber, und das hatte ich damals halt so geflasht. Naja, dazu halt noch auf DT64 damals, der Rave Channel, was da lief, diese alte Sendung. Ja, da sind wir halt losgezogen. In der 9. oder 10. Klasse waren wir da, haben das erste Mal Schallplatten gekauft. Und das ist dann hat die Basis in Leipzig noch aufgemacht. Das war der erste Techno-Club Sachsens. Da waren wir halt Stammgäste da drin und dann hat sich das halt so entwickelt, ja. Jetzt hast du noch mal die letzten 2 Minuten die Möglichkeit für dich, ein bisschen Werbung zu machen. Also, wo kann man dich finden in den sozialen Netzwerken und wo wirst du jetzt irgendwie in den nächsten Wochen oder Monaten halt auflegen? Ja, bei Soundcloud halt ganz normal unter Michael Dietze, bei Mixcloud unter Michael Dietze, bei Hörtis, auch wo ihr seid hier mit eurem Livestream. Facebook natürlich auch ganz normal unter Michael Dietze überall zu finden. Also, drück mir auf jeden Fall für die Zukunft ganz, ganz sehr die Daumen. BeatConnect bedankt sich vielmals fürs Kommen und dann natürlich auf jeden Fall eine staufreie Heimfahrt nach Leipzig. Ja, danke dir. Ja. Vielen Dank auch. Ciao.